Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder um ein paar Partys in Kisten. Und da war ich wieder mehr oder minder fleißig, habe ein paar Kisten zusammengesammelt und die wollen wir jetzt einmal aufmachen. Mit dem Schurken habe ich wieder 20 Kisten, 3 Items brauche ich noch und ja, vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Drücket mir die Daumen. Ich würde sagen, wir starten mal durch und machen die ersten Kisten auf. Die erste Kiste und was haben wir da drin? Nichts, nichts. Einfach hier ein Trinket, das bringt mir gar nichts. Dann schau mal in die zweite, da ist eine Waffe drin. Das Problem ist, diese Kisten habe ich alle gefarmt. Da war ich im Täuschungsspec oder Assa, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den falschen Loot-Spec eingestellt gehabt und ich brauche aber jetzt noch eine Gesetzlosigkeitswaffe. Und ich hoffe, ich krieg noch ein paar mehr Kisten, weil ich glaube, die kann da gar nicht drin sein tatsächlich. Aber vielleicht haben wir ja Luck, kriegen die anderen beiden Items, die Hose und der Gürtel. Ja, ne, es ist kein Gürtel, das ist ein Schulter. Ein Umhang. Ein Ring. Ah, da ist die Hose. Okay, dann brauchen wir jetzt noch den Gürtel. Handschuhe. Trinket. Ein Ring. Umhang brauchen wir auch nicht. Corbin, gib mir den Gürtel. Noch ein Ring. Schuhe. Nochmal die Waffe. Nochmal die Waffe. Ihr seht, Waffen droppen überdurchschnittlich gut. Also heißt, wenn ich jetzt den im Gürtel kriegen würde, die Waffe kriege ich dann relativ schnell, sobald ich im richtigen Speck ein paar Kisten farm. Eine Brust. Einen Hals. Na komm, hier ist der Gürtel drin. Ah, einen Ring. Bitte. Okay, jetzt brauche ich immer noch 2 Items. Ihr seht, sobald man ein paar weniger offen hat, ist es halt eine relativ ätzende Sache. Jetzt habe ich nur ein einziges Item, was ich brauchen kann, aus 20 Kisten rausgekriegt. Ist jetzt nicht so eine gute Quote. 2 habe ich hier unten noch rumliegen. Bedeutet für mich, ich muss jetzt nochmal einiges mehr farmen. Und ja, sobald ich wieder genug Kisten habe, würde ich sagen, melde ich mich an der Stelle wieder. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.